Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Talking Games. Immer sonntags um 17 Uhr quatschen wir auf YouTube und natürlich auf PlayNation.de über verschiedene Themen. Und letztes Mal haben wir über Videospielverfilmung gesprochen und heute der komplette Kontrast. Ja? Es wird richtig extrem, zumindest wirkt es so, denn wir haben tolle Gäste. Es geht um Wrestling und der Vergleich zwischen Spielewelt und natürlich ja, der Realität. Und da haben wir einmal den Marius, ihr seht schon, ne? Der glüht schon vor. Let's go. Dann haben wir den Holger, ein super Kommentator. Und Olaf. Ja, schon wieder. Was machst du denn schon wieder hier? Ich bin gar nicht gegangen. Ist schon das dritte Mal, dass er hier ist, der Olaf. Und deswegen geht's jetzt los mit einer neuen Ausgabe Talking Games. Viel Spaß. Der wird nicht alt, dieser Witz, ne? Ich muss immer schnell den Zettel holen. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja? Eine Servus. Neue Woche, ein neues Glück, Olaf. Wie viel Ausgabe ist es schon, dass du hier bist? Dritte, ne? Die dritte. Ich habe gesagt, bei 50 Ausgaben hängen wir ein Schild Mitarbeiter des Monats hinten dran. Erst bei 50? Ja. Also, das macht jetzt gerade einen anderen Anschein hier. Ja, das ist das dritte Mal und ich glaube, da bleibt es auch bei. Oh. Ja. Verdammt. Nee, erstmal stellt euch doch mal vor, ganz kurz, für alle Leute, die den Olaf nicht kennen. Der Olaf, der hat nämlich auch einen Podcast, ja, und das, der passt ja heute super hier rein. Headlock heißt der Ganze, ja. So, oben rum war das, ne? Richtig, genau. Ja, so. Der Marius weiß, wie das geht. Der Marius weiß, wie das geht. Und nein, ich bin ja im normalen Leben bin ich eigentlich freiberuflicher Spielejournalist und daher kennen wir uns ja auch. Aber in meinem Privatleben, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann schaue ich gerne Wrestling. Bin seit irgendwie 25 Jahren Wrestling-Fan und mache jetzt auch seit 4 Monaten einen Podcast zum Thema. Headlock heißt der und kann man sich überall anhören. Headlock.de. Ja, mega cool. Kann ich echt nur empfehlen. Ich habe es mir auch schon angehört und bin dreimal dabei eingeschlafen. Nein, Spaß. das ist mega, du glaubst gar nicht, wie viele Leute Podcasts als Einschlafhilfe nehmen. Ich habe oft Freunde, die zu mir sagen, ich höre den Podcast nur, weil das passt irgendwie. Da kann ich bei erkennen. Ich finde Podcasts auch zum Joggen. Wenn ich joggen gehen würde, würde ich dann auch. Wenn. Das ist eine andere Thematik. Ja. Servus, ja, ich bin der Holger Böschen. Ich kommentiere bei Pro7 Max SmackDown jede Woche und NXT auch bei Pro7 Fun. Und ansonsten seit 2003 Wrestling-Kommentator für WWE in Deutschland. Und ist geil. Ja, ist geil. Und wir haben noch den Marius. Ja, ich bin der Marius. Ich bin Profi-Wrestler und mal schauen, was ihr heute mit mir anstellt hier. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben einen Plan gehabt. Wir haben das vorhin besprochen, als du nicht da warst. Weil du, wir wollen heute alle drei auf dich draufspringen und dich fertig machen. Okay. Okay. Das war nicht mit mir abgesprochen. Das war nicht abgesprochen. Das ist völlig okay für mich. Ja. Ich glaube, dass wir alle drei verlieren. Sehr cool. Okay, Olaf, erstmal ganz kurz. Es gibt ja, um mal diesen Einstieg zu kriegen, es gibt ja bald einen neuen Ableger der beliebten WWE-Serie, WWE 2K17 oder 16 ist ja jetzt aktuell draußen und 17 kommt im Oktober von 2K. Genau. Du hast ja schon was gesehen. Genau, gespielt auch. Gespielt auch hast du auch schon. Du bist ja wirklich ein eingefleischter Wrestling-Fan. Jetzt ganz kurz meine Frage, wie wird es? Das kann ich natürlich noch nicht sagen, weil ich habe es noch nicht in der Gänze gespielt. Aber es nur gibt den Teil, den du gesehen hast. Das sieht halt wie eine schöne Weiterentwicklung von dem aus, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Also es wirkt alles ein bisschen weicher, ein bisschen runder von den Animationen her. Du hast der neue Karrieremodus wird halt komplett überarbeitet. Das heißt, da hast du mehr Möglichkeiten, deine eigene Spielfigur zu formen eigentlich. Du hast sowas wie eine Promo-Engine, das heißt, das, was du in den Interviews sagst, die ja einen großen Teil der WWE-Sendung ausmacht. Das heißt, da steht dann da jemand und wird von Rainy Young interviewt. Und das, was du dann da als Antworten gibst, so ähnlich wie bei Mass Effect zum Beispiel, wirkt sich dann darauf aus, wie sich dein Charakter entwickelt. Das heißt, wenn ich jetzt die ganze Zeit meinen Gegner beleidige oder so, dann bin ich halt der Bösewicht. Und wenn ich halt sage, hör mal... Ah, okay, die haben so eine Art... wie so ein Rollenspiel-Element. Genau. Ja, genau. Das ist ja sehr cool. Habt ihr es auch schon gesehen, das Spiel? Ja, ich war auch auf der Gamescom, auch mit dem Olaf da zusammen schon. Hab's auch gespielt. Was ich sehr interessant fand, wir haben uns auch unter anderem mit dem Brand Director von WWE 2K unterhalten, dem Bryce Yang, heißt er, genau. Und er hat halt gesagt, also sie haben sich jetzt beim neuen Spiel sehr auf das Core Wrestling konzentriert. Mhm. Also versucht nicht irgendwie viele neue Modi irgendwie mit reinzubringen, sondern sich auf das, was das Spiel ist und was das Spiel hat und auch was bei WWE 2K16 schon, finde ich, schon zu großen Teilen sehr gut gemacht wurde, noch weiter zu verbessern. Grafisch fand ich es sehr beeindruckend. Da hat er gesagt, sie haben grafisch, also sie haben keine neue Engine genommen, sondern sie haben die Beleuchtung verändert. Mhm. Sie haben die Beleuchtung verfeinert und das hat, finde ich, schon einen sehr, sehr, sehr starken Effekt
optisch und mir hat es super gut gefallen, was ich bisher gesehen habe und was er versprochen hat, eben, du hast schon angesprochen mit den Promos, dass die eben noch verfeinert werden sollen, dass es eben nicht nur ein, ich gebe eine nette oder eine böse Antwort ist, sondern eben, dass man das noch feiner ausarbeiten kann. Da verspreche ich mir sehr viel von, das kann dem Ganzen, finde ich, noch sehr viel mehr Tiefe geben. Ja, es ist ja, bei Wrestling finde ich es ziemlich spannend, bei einem Spiel ist es so, du siehst halt, du spielst es halt, ja, du machst die Moves und alles, die Kombos sind ja auch wahrscheinlich Sachen, die man sich sehr einprägen muss. Ich glaube nicht, dass du jetzt, wenn du so eine ganz spezielle Attacke machst, dass du nicht einfach mal X drücken musst auf der PlayStation. Nee, spielen, ne? Das ist schon ein bisschen komplexer. Ja. Wir haben da gerade noch drüber gesprochen, lustigerweise, weil Wrestling-Spiele sind halt kein typisches Beat'em-up. Das heißt, also du hast auch keine klassischen Kombos oder sonst irgendwas. Du kannst halt nicht reingehen und... Genau. Button-Mashing verlierst du immer. Genau, ja. Da hast du eigentlich keine Chance. Sondern du brauchst zum einen musst du deine Umgebung kennen, du musst wissen, wie du was einsetzen kannst und zum anderen musst du auch eigentlich wissen, was deine Figur eben für Stärken, Schwächen und Fähigkeiten hat und für Aktionen hat. Ja, das ist mal eine Frage an Marius. Ist es so, du hast ja auch schon Spiele, wahrscheinlich Wrestling-Games gezockt, ne? Leider? Nein, nicht leider, na klar. Achso, ich wollte schon sagen, da aber den Müll fasse ich lieber an. Da kommst du nicht drum rum, so, ne? Ja, weil klar. Ist es so, viele Leute, die halt irgendwas beruflich machen, Sportart oder so, und dann kommt ein Spiel raus, die sagen dann jedes Mal, oh, das ist total an der Realität vorbei. Findest du, dass es so ist, dass man sagt, okay, man sieht schon, dass man sich mit der Thematik sehr auseinandergesetzt hat, die Moves sind wirklich auch teilweise so wie in echt abgestimmt, oder sagst du, ja, okay, ist ein bisschen immer... visuelle Kasperreihe? Nee, es ist schon auf jeden Fall besser als früher. Ne? So ja. Früher war das schon echt eher scheiße eigentlich. Ne? Aber jetzt so 2K16 war das letzte, was ich gezockt hatte, mal kurz. Und die arbeiten das schon sehr, sehr realistisch aus, so auf jeden Fall. Und im Prinzip hat ja jeder kleine Junge früher gezockt und ja, dann die Moves von dem Spiel nachgemacht und guckt, was kann ich für Moves machen, Liste durch, alles klar, okay, cool. So halt, ne? Also es wird schon auf jeden Fall immer besser und realistischer. Aber die Moves und so, also du machst das ja selber. Ja? Yeah. Hast du denn schon mal, also das ist halt sehr komisch, ich stell mir vor, du machst das, du trainierst dafür und du musst ja halt die ganzen Sachen können und abstimmen und alles, das ist ja sozusagen eine Choreografie, die du machst. Und dann ist es ja so, dass du dann das spielst und du machst einfach das nach, was du gelernt hast. Weißt du, wie ich das meine? Also, dass du es virtuell machst und du sitzt dann da, okay, ich drücke jetzt zweimal X oder dreimal X und dann einmal R1 oder so, dann passiert die Attacke. Aber in der Realität ist es ja viel, viel, viel anstrengender. Ja, natürlich, aber dafür ist ein Spiel, oder? Also mal ganz ehrlich. Klar. So. Klar, aber... Es gibt ja kein Spiel, also so gut wie kein Spiel, das die Realität tatsächlich so wiedergibt, wie sie dann tatsächlich... Klar, der Landwirtschaftssimulator. Okay. Goat Simulator. Ja. Gut, ja. Gebe ich direkt. Simulator. Nein, schlimm. Aber ob's in jedem Sportspiel, in jedem Kampfspiel, in jedem Rennspiel ist es ja so, du kannst bei einem Rennspiel die Strecken lernen. Ich kann Spa in- und auswendig fahren, wenn ich das oft genug trainiert habe auf der PlayStation. Aber ich bin deswegen trotzdem noch kein guter Rennfahrer. Der Rennfahrer hat ja noch ganz andere körperliche Anforderungen. Ja. Und das ist natürlich der eine große Unterschied, den Videospiele immer haben, der körperliche Aspekt. Das Drama passiert im Kopf beim Spielen. Und die schlimmste Verletzung, weiß nicht, was war deine schlimmste Verletzung im Ring? Ich hoffe, sie war noch nicht so schlimm. Sie war noch nicht so schlimm, nein, Schleimbeutelentzündung. Okay, Hüfte, aber es gibt eben schlimme Verletzungen, die, keine Ahnung, das geht bis zum Nackenbruch, weil Unfälle passieren können, weil es eine sehr körperliche Art des Sports-Entertainment ist. Das Schlimmste, was du dir in der Konsole holen kannst, ist eine Sehnenscheidenentzündung. Oder wenn dir der Beamer auf den Kopf Oder wenn dir der Beamer auf den Kopf Den hat der Holger vorhin schon gemacht. Ja, toll. Aber die Atmosphäre in so einem Spiel, ja, das ist auch wieder eine Frage an dich, Marius. Du gehst halt in den Ring und die Leute feuern dich ja an oder du warst ja auch bei Ninja Warrior Germany und das ist ja die Atmosphäre, die Leute sagen, ey, du schaffst das! Und wenn du spielst, ist die Atmosphäre für dich dann, also sagst du dann, haben die richtig gut eingefangen, du fühlst dich wirklich wie in einem Ring oder sagst du, okay, das ist halt Pappe? Nee, ist was anderes. So, wenn ich zocke, ist das eher so, wie wenn ich es gucke. Ich bin in dem Moment einfach Fan, weißt du? Ja. Ich beobachte das als Fan und zocke halt als Fan einfach. Ja. So. Aber klar, in der Realität ist das ja viel krasser. Ja, ne? Natürlich, klar. So, und auch Verletzungen. Also das ist schon Nackenbruch. Ja, das ist halt Guck mal, Olaf, wie traurig, weißt du, wir sind die Gamer hier, die hier sitzen, ja, und wir können nur erzählen, uns fällt ein Beamer auf den Kopf, ja, und hier, mir ist das passiert und das. Ja, also man muss das nun mal sich mal irgendwie in Relation setzen, was da eigentlich passiert. Also selbst bei den Stürzen und so, du fällst halt einfach auf eine wirklich nur minimal gepolsterte
Sperrholzplatte eigentlich. Ja, daraus besteht der Ring. Und der ist auch, der ist zwar leicht gefedert, aber das ändert halt nichts daran. Und je länger du das natürlich auch machst, und das sind ja auch, wenn du jetzt die Legenden anguckst, da sind ja einige auch dabei, die halt wirklich massive körperliche Einschränkungen dadurch haben, weil sie einfach so viele krasse Aktionen, auch über die Jahre hinweg so viele Aktionen genommen haben. Also das ist egal, ob du in Deutschland kämpfst, bei kleineren Ligen oder halt eben bei WWE in den USA. Das ist ein hartes Business und das ist auch was, wo du wirklich intensiv drauf hintrainieren kannst. Also Marius kann da garantiert ein bisschen drüber erzählen, wie viel er trainiert, wie oft er im Gym ist, wie oft er im Ring steht. Also ja, so viel, dass ich keine Zeit habe zum Zocken. Ja? Deswegen muss ich das heute nachholen. Ne? Ja, aber klar, wann hast du damit angefangen? Ich habe angefangen mit 16 bin ich in die Wrestling-Schule gegangen, ja. Wie bist du dazu gekommen? Hast du zu Hause gesessen und hast gesagt, okay, Wrestling fasziniert mich so? Oder hast du gesagt, ich habe mal Lust? Nein, ich hab das gesehen und dachte, das ist cool. Dann macht man das halt als Kind auf dem Bett und auf der Hochsprungmatte und überall, wo das halt irgendwie geht. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache das jetzt serious halt, ne? Ja, und dann aber das ist ja einfach trainiert. Aber das ist trotzdem, also ich finde es sehr respektvoll, wenn ich ehrlich bin, weil es ist, wie der Holger ja schon sagt, du kannst einfach mal eben so eine krasse Verletzung kriegen, wenn du irgendeine Kleinigkeit falsch machst. Ne? Und deswegen, hattest du schon mal die Angst, also jetzt nicht Angst, dass du irgendwie, ich sag mal, irgendwas falsch machst oder so, sondern dass irgendwas schief geht oder dass du vor dem Kampf, ich meine vor dem ersten Kampf oder beziehungsweise vor dem ersten Fall, wo du dann, meine Hose wäre voll, weißt du? Also, du darfst ja nicht dran denken, weißt du? Wenn du dran denkst, dann passiert auf jeden Fall was. Ja. Das ist ganz klar. Und man hat natürlich manchmal so ein bisschen Schiss vor manchen Aktionen. Da musst du dich halt ein bisschen selber runterholen. Und wenn du dann drin bist, hast du Adrenalin, dann gehst du eh einfach durch. Ne? Dann ist alles okay. Aber wenn du drüber nachdenkst, passiert auf jeden Fall was. Was haben deine Freunde und deine Familie gesagt, als du gesagt hast, ich mache jetzt Wrestling? Ja, so die Kumpels halt, die in meinem Alter waren, so, die sagen natürlich, klar, zieh durch so. Und dann ist halt so, ist so. Und die Mutter, bist du bescheuert, Junge? Ja, das war eine ganze Zeit lang halt so. Ne? So, ja, komm, mach was Anständiges, Wrestling, was soll das und so. Ne? Und dann, wie gesagt, irgendwann bin ich halt in die Wrestling School und dann haben die das irgendwann halt mehr für voll genommen alles und dann halt erster Kampf und mehr Shows und dann irgendwann ist das Ganze. Du brauchst auf jeden Fall auch viel Disziplin dafür, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wie lange bist du unter der Woche nur in diesem Wrestling-Part? Also sagen wir mal dein Privatleben und wenn du jetzt dieses Wrestling, diesen Wrestling-Part in dein Leben nimmst, wie viel in der Woche beschäftigst du dich damit? Wenn man das, die Tage, wenn man es auf Tage rechnet? Ja, auf die Tage schon jeden Tag im Prinzip. Ja. Ich meine, es gehört ja alles dazu, so wenn ich am Kochen bin, mache ich das für meinen Körper, im Endeffekt mache ich es für den Ring. Ja. Ne? So, dann Training, dann Videos angucken, Techniktraining, so dauernd halt. Ne? Ja. Ja, Wahnsinn. Holger, ja. Können wir uns eine Scheibe von abschneiden, oder? Ja, sagen wir es mal so, das ist der Beruf, das Leben eines Wrestlers. Ich weiß nicht, ob du das machst, du das hauptberuflich schon? Ja. Also das ist schon... Das erfordert extrem viel Leidenschaft. Ja, das finde ich aber... Ich glaube, das kann man nicht vergleichen mit irgendeinem anderen normalen Beruf. Ja, du hast gerade ein richtig gutes Stichwort genannt, das die Leidenschaft. Es ist ja bei mir zum Beispiel so, oder beim Olaf ist so, unsere Leidenschaft sind halt Videogames. Ja? Und guck mal, wir sitzen jetzt auch hier und haben auch unser Hobby zum Beruf gemacht. Das ist ja bei dir auch. So, und wer hätte mal gedacht, dass du mit Wrestling vielleicht dein Geld verdienst, dass du mit Videospielspielen dein Geld verdienst. Ne? Das ist so abstrus. Oder bei dir, Holger, guck mal, du hast vorhin erzählt, du bist halt, hast dich irgendwo beworben, kommst hin und sagst, was willst du machen? Ja, Wrestling, okay. So, das ist ja gut, also ganz sowas nicht. Also der Weg zum eigentlichen Wrestling, der war dann schon noch deutlich länger. Aber ja, es ist ein Traum. Also ich weiß noch, bei mir, es hat angefangen... 1988 war ich zum ersten Mal mit meinem Papa in Bremen, in der Bremer Stadthalle und habe dann da Otto Wanz gesehen und Fit Finlay und CWA-Zeit, Steven Wright. Geil. Also das war das hat dich dann so fasziniert, dass du gesagt hast, okay, ich möchte irgendwas beruflich. Nee, das ist aber, was der Marius auch schon gesagt hat, als kleiner Junge, jeder hat Cowboy und Indianer gespielt, jeder diese Heldenspiele, die du als Kind immer gespielt hast. Ja. Und da passt Wrestling halt genau rein, weil Wrestling produziert und macht und zeigt Helden. Ja. Und klar, ich meine, wenn du jemanden favorisierst und du siehst dann, der geht da durch wie sonst was, ist klar, dass du dann total mitfieberst. Und jeder kennt bis heute, also geh auf die Straße raus, von 10 Leuten werden 9,5 sagen, ja, ich weiß, wer der Undertaker ist. Ja, klar, Hulk Hogan, alle kennt man ja alle. Bret Hart, wen auch immer. Also, ja. Das Lustige ist eigentlich, wenn ich mit Leuten spreche, die früher Wrestling geschaut haben, die sagen dann aber auch zugleich immer, ja, so irgendwann so, ich bin dann erwachsen geworden und ich habe es dann verloren. Ja.
Das ist halt immer so ein bisschen merkwürdig, oder? Bei vielen ist es so, dann sind die irgendwie 20 geworden und bei einigen ist es dann hängen geblieben. Bei mir ist es ja auch so. Ich kann mir, also mein Leben ohne Wrestling wäre sehr merkwürdig. Aber was meint ihr, woran liegt das? Ich glaube, das liegt daran, dass Dean Ambrose hat es vor, ich weiß gar nicht, vor nicht allzu langer Zeit mal gesagt, das Problem oder ein Fehler ist, Wrestling zu ernst zu nehmen. Und das ist eben dieses Erwachsenwerden. Wenn die Leute sagen, ich bin erwachsen geworden, dann haben sie angefangen, alles im Leben, viele Dinge im Leben, die meisten Dinge, keine Ahnung, ernst zu nehmen. Und ja. Wrestling ist etwas, ich fange schon wieder an, ich muss schon wieder jetzt auf Leute kommen, die sich da eben sehr gut mit dem Wrestling auskennen und die das alles dann ganz genau analysieren und sagen, ja, das macht doch gar keinen Sinn und das ist unlogisch und oh, das ist langweilig. Das ist nicht Sinn und Zweck von Wrestling. Du möchtest einfach sagen, Wrestling ist, haltet die Klappe und guckt es euch an, genießt es. Ganz genau, ganz genau, weil genau dafür ist Wrestling gemacht. Das, was du im Fernsehen siehst, das ist das, was du sehen sollst. Das ist die Geschichte, die du erleben sollst. Und nichts anderes und nichts drumherum und nichts dazu. Es geht nicht darum, wer von den WWE-Superstars macht gerade einen Film, aber eigentlich heißt es, er ist verletzt. Nein, 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 das ist alles nicht relevant. Ja. Das, was du im Fernsehen siehst, das ist das Wrestling. Und das solltest du genießen. Und, aber ich will jetzt auch, ich wollte jetzt gar nicht... das ist ein Thema, es, es tut mir leid. Ja, aber es ist, ich finde wirklich, es ist wichtig. Es ist wichtig, um Wrestling genießen zu können, darfst du nicht alles Bier ernst nehmen, was da passiert. Ja, auch allein die Präsentation. Wenn man in den Ring reinkommt, dann ist es ja immer so, die Show ist auch immer sehr wichtig. Ne? Manche Leute kommen mit Masken, manche sind angemalt, manche kommen nur eine Buchse. Eigentlich hat man immer nur eine Buchse an, ne? Na, gibt auch Leute, die was Längeres anhaben oder das, was die dünnen Beinchen dann verdeckt. Schön. Was ist deine Präsentation? Dein Nickname? Dein Kampfname? Ja, mein normaler Name im Prinzip. Ne? Mario Salani, aber dieses Mr. No Bullshit wurde mir dann irgendwann mal verpasst. Ah, okay. Weil ich halt einen sehr, sehr harten Kampfstil habe und die Show eher in den Hintergrund rücken lasse. Ja. Weil das machen halt meiner Meinung nach sowieso die meisten. Und in Deutschland war früher einfach Wrestling harter Sport. Und ich will auch, weil ich auch selber einfach der Sportler bin, will ich halt den Sport in den Vordergrund rücken. Und das passt einfach auch besser zu mir. Ne? Jetzt mal eine richtig tolle Frage. Okay, ich habe den Super Bowl geschaut und alles. Ne? Und Amerikaner sagen, Super Bowl ist geil, ne? Ja, voll. Sondern die Amerikaner sagen dann immer so, ja, einer der härtesten Sportarten. Ich meine, guck mal, wie die sich da rumtackeln alles. Mhm. Wenn du jetzt Fußball schaust, ja? Schau ich nicht. Okay, aber wenn, ja? Oder du weißt ja Fußball, kennst du Fußball? Ja, yeah. So, und es ist so, irgendjemand wird gefoult oder so, kippt dann um und macht dann ein bisschen Aua, Aua. Da lachst du doch drüber, oder? Ja, na klar. Ja, so deswegen, da lacht jeder drüber, oder? Ja, weil es gab mal eine Szene, das ist nur gut off-topic, es gab mal eine Szene, da war Pepe heißt der, ne? Ja, ja. Genau. Und der ist dann hingefallen, ja, das war bei der Champions League, meine ich, ist dann hingefallen, macht so und guckt so, das war 89. Minute oder sowas, guckt so rüber und sieht dann, der Schiri guckt nicht, steht auf und spielt weiter. So, ist ich denke mir, okay, ist halt geil. Und dann der eine, ach, das ist Fußball. Ist deswegen, war das der Moment, als Müller danach hingegangen ist, ihn ausgelacht hat? Ich glaube, das war, ja, genau. Und ihn dann noch so nachgeäfft hat. Ne? Ja. Naja, aber deswegen, ich sage immer, Wrestler oder Leute, die wirklich, es gibt ja auch UFC, das ist ja auch nochmal, das ist ja wirklich die Endstufe, ja, UFC, finde ich. Die hauen sich da so richtig das dermaßen ja auf die Fresse. Kampfsport. Ja, ja. Aber glaub mal, UFC hat auch so viele Regeln, was die Leute draußen gar nicht checken. Ja, dass so ja man denkt Regeln einfach nur, die gehen so, in den Ring und klatschen. Richtig. Also das ist schon, nee, vergiss es. Ja. Ja. Das ist halt ganz hohe Kampfkunst eigentlich, mit auch im komplexen Regelwerk, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Da musst du eine jahrelange Ausbildung für haben. Du gehst nicht einfach, weil du sagst hier, oh, ich kann hier in Köln eine Kneipe, da habe ich schon drei Leute umgehauen, jetzt gehe ich mal in den UFC-Ring. Die verhauen dich dann auf Strich und Faden. Olaf, war dann deine persönliche Story? Ja, genau. Also. Nee, aber, wir haben es ja letztens gesehen, da ist CM Punk, bekannter ehemaliger WWE-Champion, ist zu UFC gegangen. Stimmt, ja, das wollte ich gerade fragen. Und der hat, der hat halt irgendwie jetzt ein paar Jahre trainiert. Und ab allem Respekt, was er dann da auch geleistet hat und dass er sich das getraut hat auch. Aber der ist dann eben in der ersten Runde von seinem Gegner eben zur Aufgabe gebracht worden. Ja, deswegen wollte ich fragen, findest du, du könntest jetzt einfach in den Ring gehen und Leute verprügeln und würdest dann sagen, okay, ich habe es jetzt geschafft? Oder ist es eher so, dass du sagst, boah, ich habe so viel Respekt davor, weil das ist eine ganz andere Nummer. Man braucht da viel mehr, wie der Olaf sagt, viel mehr Training. Also, bei CM Punk ist ja klar, ne, da spielt ein Haufen Geld einfach eine Rolle. Ja, natürlich. Ja. Bei mir wäre es jetzt eine andere Geschichte. Ich habe auch MMA Erfahrung und war Trainer in dem Bereich. Von daher wäre das für mich gar nicht so weit hergeholt, wenn ich es vielleicht machen würde. Aber wenn man das auf jeden Fall noch nie gemacht hat, dann hat man definitiv Schiss, da reinzugehen. Also wer das nicht hat... Beim Wrestling ist es ja, hast du gesagt, Show auch. Ne? So, und es ist trotzdem, dass viele Leute sagen, ey,
es ist so ein bisschen, sag mal, Show halt, die trainieren das alles, die wissen halt, die tun sich nicht wirklich weh, aber... Sie tun sich wirklich weh. Ja. Sie tun sich nur nicht absichtlich gegenseitig mehr weh als nötig. Ja, und wenn man dann teilweise Videos sieht, ja, ich habe es ja schon erklärt, da gab es einen Mexikaner, der hat Fight gehabt und sagt man eigentlich Fight? Kann man Fight? Wir sagen Match normalerweise. Okay, sorry, Match. Ist ja kein... Ja, okay, Match. So, und der hat ihn dann... ich habe Angst. Oder, sagst du auch Match? Ich sage auch Match, ja. Match, okay. Ja, Fight ist für mich halt, weil ich mir stelle... Ja, aber das ist eben von der Wahrnehmung her. Ja. Wenn du sagst, ein Kampf oder ein Fight, dann ist das tatsächlich was, wo beide mit bösen Intentionen aufeinander losgehen. Also grundsätzlich böse. Aber ist das nicht schlecht für die... ist das nicht gut sogar für die Inszenierung, dass man denkt, die hauen ja, sich wirklich aber eins auf die Rübe? Man soll es ja auch nicht... Also es soll ja auch nicht übertrieben sein. Ja, ja. Das gibt es dann natürlich irgendwie so. Es gibt dann auch bestimmte Regeln, wo dann eben dieser Fight-Aspekt vielleicht auch hervorgehoben wird. Weißt, dann sagst du halt, das wird ein Street-Fight oder sonst irgendwas, genau. Um das nochmal zu betonen. Aber das wird natürlich dann verpackt innerhalb der Geschichte, die dann diese beiden Wrestler oder die beiden Gruppierungen, wer auch immer da gerade gegeneinander antritt, irgendwie dann in Verbindung zu bringen. Ja, okay. Ja, das, weil ich frage mich halt, was ich gerade sagen wollte, ist, genau, um da zurückzukommen, da war dieser Mexikaner, mhm. Und ich habe es gerade schon erzählt, der hat dann halt in seinem Match, ja, hat er dann halt so dermaßen abgekriegt, dass der einfach dann gestorben ist. Ja? Aber das Interessante ist, der war halt nicht bewusstlos oder so, der war direkt weg. So, und sein Kontrahent oder sein Matchpartner stand dann halt da noch rum und hat halt gejubelt und so und keiner hat es mitbekommen. Redest du jetzt von der Sache mit Rey Mysterio? Ja. Ich weiß, keine Ahnung, was es halt. Also das ist halt auch ein Risiko und deswegen meine ich... Das sind halt Unfälle. Ja. Also das kann dir halt beim Fußball auch passieren. Genau, deswegen meine ich, man soll das... Football, ich meine, wie viele Footballspieler sind nach ihrer Karriere oder dabei schon mit irgendwelchen lebensgefährlichen Verletzungen rausgegangen? Klar, also ja. Das sind halt Extrembeispiele, die können in einem körperbetonten Sports-Entertainment-Produkt auch passieren. Aber ich sage das aus folgendem Grund, weil guck mal, es ist so, die Menschen sagen ja immer, okay, Wrestling ist ja Show und alles, aber wie viel Ernsthaftigkeit dahinter steckt, ne? Wie viel Training alleine das hinzubekommen. Ja, aber du kannst auch beim Profi-Tanzen, kannst du deine Partnerin vielleicht nicht auffangen und die fällt mit dem Kopf auf den Boden und bricht sich das Genick. Ja. Es gibt Fußballer, die haben einen Ball an den Kopf gekriegt und sind tot umgefallen. Ja, das ist heftig. Ohne da irgendwas runterspielen zu wollen, natürlich, und das kann Marius sicherlich als Bester hier in der Runde bestätigen, aber es ist natürlich gefährlich, wie gesagt, extrem körperlich, aber das Ziel beim Wrestling ist niemals, den anderen zu verletzen. Ja. Das Ziel ist immer, den Zuschauer auf die bestmögliche Art aber und Weise zu unterhalten. Aber haben die ganzen Wrestler das auch so im Kopf? Oder sind die, ich meine... Hallo? Die Wrestler selbst sind diejenigen, die ihren Kopf dafür hinhalten. Ja, aber ich meine, also, ich spiele jetzt nur gerade die böse Karte aus, ja? Und du hast jetzt irgendwie, du bist ein bisschen aggressiver drauf heute und hast einen schlechten Tag gehabt und du machst es, ja? Du bist ein bisschen aggressiv drauf heute? Wenn er weiter so redet. Da ist ein Tisch. Also ich traue dir den Elbow Drop durch den Tisch zu. Ich würde eine Wette mit dem Olaf machen, um 10 Euro, dass du es schaffst, ihn durch den Tisch zu machen. 10 Euro nur? Ich gebe dir 100, wenn du das mit dem Holger machst. Da geht nicht, da muss er kommentieren. Also, es gibt Leute, die haben auch einen echten Job. Oder mit Olaf, der ist ja kleiner. Nein, Olaf ist ja mein Wettpartner. Also, genau. Sorry, ihr seid ja, was hast du denn für eine Verschwörung? Komplett raus. Raus hier. Nee, aber verstehst du, was ich meine? Also ist es so, dass die Leute dann immer wirklich, es ist ja eigentlich ein Sport, der auch sehr, sehr fair sein muss, ne? Dass man wirklich dann auch den anderen respektiert und sagt, okay, ich möchte ihm jetzt nicht zwingend wehtun. Aber das war halt so mein Gedanke, gibt es halt Leute auch, die sich alle daran halten. Ja? Es gibt die Ausnahmen, ganz klar. Ne? Ja. Also, da muss ich jetzt keine Storys auspacken, aber gibt's schon. Ne? Ja. Aber ich meine, wenn einer halt mal zu hart schlägt, dann schlägt der andere halt auch mal zu hart. Ne? Ich glaube, worauf der Dennis angespielt hat, ist auch, gibt es Leute im aktiven Business, die das grundsätzlich noch viel mehr ernst nehmen als andere? Genau, da würde ich eher sagen, nein. Also sind das persönliche Animositäten richtig, in dem Moment. Richtig, genau. Ja? Deine Mutter kann nicht kochen, zack, Shell. Genau, ist richtig, so. Aber, der wird schon leicht grün, ne? Wegen Hulk. Aber es ist also wer in dem Business arbeitet, ja, muss man ganz klar sagen, arbeitet, ja, klar. Der weiß ganz genau, dass das ein Show-Ding ist, dass das zur Unterhaltung dienen Du hast gerade genau das gesagt, was ich meine, ob manche das zu ernst nehmen. Das war halt meine Frage. Nicht auf Dauer. Ja. Aber das Ding ist doch auch, wenn du dich im Ring, und es erfordert ja eine gewisse Professionalität, da im Ring zu stehen, weil letztlich, wie du schon gesagt hast, du hast
die Gesundheit deines Kampfpartners da in deiner Hand. Ja. Wenn du unprofessionell agierst, spricht sich das ganz schnell rum und du kriegst wahrscheinlich nie wieder irgendwo einen Job und du wirst nie irgendwie da groß rauskommen, weil dich einfach die Leute einfach nicht mehr ordern werden. Das ist genauso wie bei mir als freier Autor. Wenn ich jetzt plötzlich anfange, oh nee, der zahlt mir zu wenig, deswegen schreibe ich jetzt, lese ich das nicht mehr gegen und da sind lauter Tippfehler drin, dann werde ich auch irgendwann wegen Unprofessionalität nicht mehr von meinen Kunden gebucht. Ja. Das ist ein Business. Also das muss man sich auch ganz klar im Klaren darüber sagen. Auf jeden Fall. Deswegen, Respekt gehört auf jeden Fall von beiden Seiten dazu. Und ich frage mich halt, wie gesagt, wenn sich das manche zu ernst nehmen, ne, dass es dann halt, aber ihr sagt ja, dass es ja nicht so ist. Marius, wie siehst du das mit dem Nachwuchs in Deutschland zum Beispiel, was Wrestling betrifft? Gibt es viele Leute, die sagen, hey, ich möchte das auch machen? Oder sagst du eher, okay, ist das ein bisschen nachgelassen und würdest du die Leute dazu motivieren? Nee, es sind mehr denn je, würde ich sagen. Ne? Mhm. Weil es gibt auch jetzt viel, viel mehr Möglichkeiten als früher. Ne? Also früher hast du einen gehabt in einem Jahr, der die Chance gekriegt hat, vielleicht in den Ring zu steigen. Und heutzutage gibt es einen Haufen Schulen in Deutschland, wobei nicht alle gut sind, aber es gibt auf jeden Fall ein paar, die sehr gut sind. Und da sind auch Haufen Leute da, die da hingehen, auf jeden Fall. Aber Fakt ist auch, dass von 10 Mann, die kommen, schafft es nur einer, wirklich ein bisschen weiterzukommen. Ja, so, ja, das ist also schon ordentlich. Ja. Man soll da schon mit ordentlich. Also man soll es nicht unterschätzen. Richtig. Man kann ja da vielleicht auch mal ein ganz konkretes Beispiel nennen. Marius tritt ja auch für Westside Extreme Wrestling an, hier in Oberhausen im Ruhrgebiet. Und die haben jetzt auch, glaube ich, seit anderthalb Jahren, die Wrestling Academy. Und da ist sozusagen Fulltime Trainingsmöglichkeiten, es gibt Seminare, es gibt professionelle Trainer, Gasttrainer. Da wird euch Neulingen beigebracht, wie sie halt eben eine Promo halten sollen, wie sie sich präsentieren. Also ganz kurz, ein Promo? Ein Promo ist das, was du im Fernsehen siehst, wenn zum Beispiel wenn die miteinander interagieren und miteinander reden. Ah, okay. Also das kann dann sein, da wirst du interviewt und dann musst du aber auch irgendwas Kluges sagen, weil wenn du dann nur stehst und sagst, hast du ein Problem. Ja, du musst auch sozusagen eine Kampfansage machen. Du musst halt schlagfertig sein, du musst auch mit den Worten umgehen können und das kann halt auch nicht jeder, aber das gehört halt auch zum Wrestling dazu. Das ist noch ein wichtiger Punkt zum Thema Professionalität. Also ich kann jetzt in erster Linie natürlich für die WWE-Leute sprechen, aber das ist bei jeder Live-Show natürlich genau das Gleiche. Wenn du eine Promo hältst im Ring, das ist halt live. Ja, klar. Das muss im ersten Versuch sitzen. Das ist nicht wie du hier vor der Sendung. Ja, jetzt machen wir noch 3-4 Versuche. Ja, dann das ist der 5. Mal jetzt. Ja. Aber nein, das ist wirklich. Und ja, das weiß. Ist auch ein Grund, warum zum Beispiel WWE-Superstars grundsätzlich gerne an Filmsets gesehen werden. Die kommen ans Set, die kennen ihren Text und dann geht das los. Ja. Wie bist du dann zu Ninja Warrior Germany gekommen? Hast du dann gesagt, ich gucke einfach mal, wie meine Chancen sind, ich renne durch das Parkürchen? Nee, die hat mich halt kontaktiert. Ne? Ah, okay. Und ich hatte erst mal keine Zeit, mich mit denen zu treffen und so. Und dann irgendwann halt doch. Und dann dachte ich mir halt, okay, erstens RTL, Das ist schon mal sehr gut. Mal shoot. Ja, und man weiß halt nicht, ne, wie der Sport dann dargestellt wird, wie ich vielleicht noch dargestellt werde. Ja, klar. Die sagen zu dir halt was anderes. Du musst auf die stille Treppe. Ja, nee. Richtig, genau. Ja, keine Ahnung, so, dann hatte ich auch keine Zeit, mich vorzubereiten. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt scheiß drauf, ich bin fit, zieh's einfach durch jetzt. Ja, und guck mal, wie weit du gekommen bist. Ja, du bist alles ins Finale gut, so gekommen, von daher. Ne? Das ist schon, oder für die, ja, Hammer. Da hat ja Bushi mitgemacht und der Moderator war... Boah, keine Ahnung. Ich kann den Namen auch nicht merken von dem anderen. Ja, siehst du, wie krass das ist, ne? Was der Bushi für eine Persönlichkeit. Aber okay, ich habe es ja gerade schon angesprochen, also die Karriere, der Nachwuchs. Und bei WWE, bei dem Spiel, gibt es ja auch jetzt den Karrieremodus, ne? Wie wir es angesprochen haben. Findet ihr das erst realistisch oder sagst du eher, Das muss man mal abwarten, weil also ich habe den persönlich noch nicht gespielt. Achso, den gab es beim Vorgänger? Im Vorgänger gab es den. Mhm. Da war der halt ein bisschen zu lang und der hat sich halt gezogen und viele lange Ladezeiten und so. Mhm. Damit du halt eben du musst halt sehr viele Kämpfe bestreiten, sehr viele Trainingseinheiten absolvieren, um halt die Statistik und die Stats, ähnlich wie bei FIFA, weißt, wo du dann kämpfen musst und dann kriegst du Charakterpunkte und kannst dann verbessern. Aber es hat sich bei WWE 2K16 ziemlich sehr gezogen und das soll jetzt ein bisschen verkürzt werden. Also du hast da jetzt diesmal die Wahl, ob du halt eben bei NXT, das heißt, das ist die Nachwuchsliga von WWE, anfängst, oder ob du direkt ganz oben anfängst, mit mehr Stats natürlich. Da muss man dann eben sehen, was man möchte. Also will ich jetzt den ganzen Weg gehen? Also ne, Wrestler gehen ja gerne den ganzen Weg, das gehört ja dazu. Oder mache ich es mir halt leicht und fange direkt oben an und kämpfe dann wirklich dann direkt mit den großen
Größen wie John Cena, Seth Rollins und wie man da so alles kennt. Also einfach ist es ja aber nicht. Natürlich nicht. Also deswegen, aber das ist halt eine Einstellungssache, was du halt haben willst. Aber ansonsten, wie gesagt, diese Promo-Engine, die wir da schon angesprochen haben, das wird halt spannend sein zu sehen. Außerdem gibt es auch ein paar neue Möglichkeiten innerhalb der Kämpfe selber. Das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, dich ins Publikum zu prügeln. Na krass. Du kannst dich Backstage kloppen, was halt auch ganz witzig ist. Das haben sie dann neu eingebaut. Das heißt, du kannst dann wirklich dann dich in Umkleidekabinen schlagen, in irgendwelchen Büros, in den Gängen. Und da geht es dann ein bisschen wilder zur Sache. Aber ich denke, das wird der Interaktion ja gut tun einfach. Also ein bisschen mehr Abwechslung noch mit drin, nicht nur alles im Ring, sondern eben motiviert denn solch ein Spiel auch vielleicht das als Inspiration zu nehmen und zu sagen, okay, ich will den Sport in die Realität ausüben? Das ist halt die Frage. Also ich finde das bei solchen Spielen immer schwierig. Also ich hatte dieses Bedürfnis nie gehabt, nur nicht wegen der Spiele, sondern eher wegen dem großen Ganzen, was da drumherum ist. Das würde ich dann eher als die Inspiration sehen. Das Spiel ist dann vielleicht eher sowas, um da mit meinen körperlichen Einschränkungen und mit deinen körperlichen Möglichkeiten, die man dann so hat, um da einfach so ein bisschen vielleicht einzutauchen und da auch so ein bisschen das, vielleicht ein minimalstel bisschen nachempfinden zu können. Also ich habe mal ein Training bei der WXW gemacht und habe dann danach auch gesagt, so, ne, also da lasse ich anderen Leuten den Vortritt, das ist mir zu hart und das macht keinen Spaß. Marius, die Leute können ja den Karrieremodus spielen. Ich habe das an den Olaf gerade schon gefragt. Würdest du sagen, okay, wenn du das Spiel spielst und diese Karriere mitverfolgst, ich jetzt zum Beispiel als Dennis, ich setze mich vor die Konsole, ich spiele das Spiel und sage, boah, ich finde das so spannend, ich möchte das auch in der Realität machen. Würdest du den Leuten raten, okay, komm zu einem Training, probier es aus oder sagst du, ein Spiel ist ein Spiel und in der Realität ist es natürlich deutlich härter? Ja? Also, ich meine, ist es eine Inspiration, kann das eine Inspiration für Leute sein? Kann sicherlich eine Inspiration sein, ne? Aber ich meine, grundlegend sage ich so zu jedem, geh ins Training, ne? So, dass einfach jeder sieht, wie hart es wirklich ist. Ne? Und ja, ich weiß nicht, ob man sich von dem Spiel, ich glaube, also auf jeden Fall eher lässt man sich von der Show im Fernsehen inspirieren als vom Spiel selber. Oder von einem Live-Event, weißt du, gehen wir zu einer Live-Veranstaltung am ehesten noch, ja. Und schau dir das mal an, was die Jungs da machen und lass es auch mal auf dich wirken. Ich finde das immer sehr faszinierend, jetzt nicht unbedingt bei WWE, weil bei WWE bist du halt weit weg vom Ring, aber bei den kleinen deutschen Ligen ist es halt teilweise so, dass du direkt am Ring stehst. Mhm. Und wenn du dann wirklich, also dann ist der Ring da, wo jetzt der Tisch ist. Und wenn du das halt so hautnah miterlebst, du hast auf einmal ein ganz anderes Gefühl für die Kräfte, die da wirken. Ja. Und da habe ich auch schon Leute von überzeugt gekriegt, die zwar sagen so, nee, also Wrestling im Fernsehen gibt mir so gar nichts, aber so mal so zu einem Event hingehen, weil es halt eine geile Show ist und weil die Stimmung geil ist. Das mache ich mit, da habe ich Spaß dran. Wo sieht man euch jetzt zum Beispiel als nächstes? Wo kann man dich jetzt zum Beispiel mal in einem Match sehen? Kommt da was? Ja, Oberhausen. Jetzt nächstes Wochenende Oberhausen und Fulda. Und danach das Wochenende ist 3 Tage in Oberhausen die World Tag Team League. Das ist eine Riesensache, sind quasi 8 der besten Tag-Teams zurzeit, die im Independent-Bereich unterwegs sind, treten im Turnier gegeneinander an. Also Leute, kommt nach Oberhausen, wenn es euch interessiert. Holger, ja. Wo hört man dich denn immer? Man hört dich ja nur. Ne? Oder sieht man dich auch bei ProSiebenMax? Bei ProSiebenMax sieht man mich auch. Ja, das ist schön. Ja, freitagsabends, 22 Uhr, SmackDown. Jede Woche? Jede Woche, jede Woche, 52 Wochen im Jahr. Ja. Dazu NXT, da sieht man uns nicht, aber das ist halt die, ja, du hast es vorher gesagt, Nachwuchsliga. Also ich bezeichne NXT eher so als das Sammelbecken der ehemaligen, also nee, der Leute, die aus den Independent-Ligen eben in Richtung WWE gehen. Gehen oder geholt werden, wie auch immer man das sehen will. Aber die kommen halt zu NXT und da wird dann eben durchgestartet, um dann später bei Raw und SmackDown und den Pay-Per-Views richtig Gas zu geben und abgefeiert zu werden. Also wie gesagt, das sind die beiden Shows, die ich kommentiere. Und ansonsten mache ich halt einmal in der Woche mein eigenes WWE 2K16 Let's Play momentan noch. Ah, cool. Als Incredible Hulkster. Ja, Incredible Hulkster. Ja, ich bin der Incredible Hulkster. Ja. Ja, es gab, also ich mache das seit WWE 2K15. Ja. Da habe ich mich erst, beim ersten Mal habe ich mich am grünen Hulk orientiert von Marvel. Und jetzt beim zweiten dann am roten. Ja, erst war ich Face, jetzt bin ich Heel. Und ja, muss man gucken. Also dann mit WWE 2K17 starte ich auf jeden Fall wieder durch. Da gibt es dann ja normalerweise freitags... Musst du mal mit dem Tobinator spielen? Wenn er sich traut. Tobinator! Achso, hier. Da. So, mach doch mal eine Kampfansage gegen Tobinator in die Cam. Einmal auf den... Welchen haben wir denn? So, die haben wir da hinten. Tobinator. Du willst dich anlegen. Du willst dich anlegen mit dem Incredible Hulkster. Du glaubst wirklich, dass du es drauf hast, im Ring bei WWE 2K17 zu bestehen? Ich glaub's ja nicht. Aber probier's ruhig. Probier's ruhig. Ich sag dir eines. Deine Tränen, die werde ich nicht trocknen. Alter.
Sehr geil. Schön, Tobi, du hast es gehört. Das war übrigens seine Promo jetzt. Ja. Ach, das war seine Promo? Das war eine Promo. Ja. Holger, so aus dem Nichts. Kannst du auch eine Promo jetzt so flott machen? Hör mal zu, ich bin Mr. No Bullshit. Ja. Ich halte keine Promos. Ja. Der verhaut dich einfach. Ja, also, komm da mal rein. Hallo, ihr Kommentator. Ja, Olaf, um dich hört man ja immer... Ne? Bei Headlock. Hier meinst du? Ja. Hier oder bei Headlock? Ja. Genau, nee, Headlock ist mein Podcast-Baby jetzt seit 4 Monaten, seitdem ich bei WrestleMania war. Das hat mich dann wirklich inspiriert, auch mal wieder so ein bisschen da kreativ tätig zu werden. Da gibt es halt jede Woche einen neuen Podcast. Am Wochenende gibt es einen. Unter der Woche gibt es auch nochmal Special-Ausgaben, je nachdem, wenn halt zum Beispiel jetzt hier wie Clash of Champions, also die Großereignisse anstehen. Genau. Die besprechen wir dann da auch. Ja. Clash of Champions heute Nacht. Ich weiß nicht, wann. Sonntag. Sonntag, ja, genau. Ja, dann Sonntags. Heute Nacht. Ja. Clash of Champions. Sehr gut. Sag nur, hey, Clash of Champions. WWE Network, schauen. Holger, ja, ey, du bist ja vorbereitet, wenn das ausgestrahlt wird. Ich habe hier die schöne Frau hinter den Kulissen gefragt. Ach so, also Patrick. Schön. Aber jetzt, pass auf, eine Frage von Tobi Nator. Ja, er hat sie mich auch geschrieben. Bevor wir jetzt spielen, weil wir werden gleich noch ein Match machen, da werde ich mal überlegen, der Holger. Gegen den Marius, glaube ich. Ja? Das ist das Match. Und der Olaf. Ne, warte mal, wir machen das anders. Der Olaf gegen den Marius und der Holger kommentiert das. Ist das eine Möglichkeit? Sollte sich einrichten lassen. Ja? So, okay. Brock Lesnar, ja. Ich lese nur vor, was hier steht. Ist ja Coverstar von dem neuen FIFA-Player. Ja, ja. Genau. Wrestling. Und Ronaldo ist der Secret-Character bei WWE. Oh mein Gott, Tobi. Von WWE meine ich. So, und er kämpft ja gegen Goldberg. Ist ja der Showkampf das Match des Jahres, richtig? Nein. Tobi, das hat er mir aufgeschrieben. Virtuell also ist ganz das kurz, ganz bereits virtuell, dieses Jahr möglich. Genau. Wie gut stehen die Chancen, dass wir beide in WrestleMania 33 2017 im Ring erneut gegeneinander sehen? Schau, aber lesen kann er. Ja. So, wer will antworten? Guck mich da nicht böse an. Also ganz kurz zur Grundgeschichte. Beide, sowohl Brock Lesnar als auch Goldberg, waren schon Anfang der 2000er bei WWE und hatten auch damals dann miteinander zu tun. Da gab es auch ein Match. Ja. Das hat Goldberg damals für sich entscheiden können. Ziemlich furchtbares. Es war das letzte Match für beide, bevor sie WWE für eine Weile verlassen haben. Okay. Und das Problem war einfach, das war bekannt, das war auch den Fans schon bekannt. Und deswegen hat sich da einfach keine Energie, keine Magie wirklich so richtig. Aber jetzt vorweggenommen wurde. Weil das Schöne war, da war eine Energie in der Halle, aber eine sehr negative gegen die beiden. Ich war im Madison Square Garden dabei. Ach, du warst da? Ja, und ich habe noch nie so viele Leute so viel Hass ausstrahlen sehen wie bei diesem Herr Olaf. Ich fand das total lustig. Wer war da? Was? Wer war da? Ich? Ja. Und was war dann in der Halle? Ach so, nee, ich fand das total unterhaltsam. Ach so. Ich hab von Freunden so eine Nachricht per SMS damals noch bekommen, so, boah, was ist denn das für ein Kampf? Ich so, ich finde das hier total unterhaltsam, weil die Halle geht hier komplett ab und das hat für mich diesen Kampf besonders gemacht. Den habe ich bis heute nicht vergessen. Ja. Das ist ganz wichtig. Das wirst du auch mit am besten hier bestätigen können. Für einen Wrestler ist ja das Wichtigste, dass die Leute reagieren, ja, nicht wie sie reagieren. Richtig, ja. Und das ist für mich einer der Gründe, wir kommen gleich wieder zu Brock Lesnar und Goldberg, aber das ist für mich einer der Gründe, warum John Cena, der von 50% der Leute abgöttisch geliebt wird und von 50% der Leute mega abgrundtief gehasst wird, oder verabscheut, gehasst ist immer so ein blödes Wort, aber der ist deswegen so erfolgreich, weil alle investieren, emotional investiert sind in ihn. Wenn der rauskommt, schreien alle. Ja. Das Schlimmste, was einem Wrestler passieren kann, ist, du kommst raus, alles und ruhig. Keinen interessiert's. Ja. Wie wir auf der Let's Play-Bühne letztes Jahr. Anderes Thema. Aber um zurückzukommen zu Brock Lesnar und Goldberg. Ich hatte ja Goldberg, ich war auf der Gamescom, Goldberg war zu Gast bei 2K. Stimmt, ja. Wir haben uns auf der Bühne ein bisschen unterhalten, auch vorher Backstage. Und Goldberg hat ganz klar gesagt, er steht dem Ganzen offen gegenüber. Ja, es läge an anderen Leuten, ihn da frei zu zitieren, das in die Wege zu leiten. Schauen wir einfach mal, ob das jetzt realistisch wäre oder nicht. Ich persönlich fände es großartig. Ich habe mit ihm geredet, ich stand ihm gegenüber, saß ihm gegenüber, habe ihm die Hand geschüttelt. Und der Typ, ja, er ist keine 20 mehr. Aber er will es aber nicht mal wissen. Aber dem würde ich trotzdem niemals sagen, dass, keine Ahnung, seine Mutter nicht kochen kann. Ja. Nee, also der hätte das auf jeden Fall, ich glaube, er hätte es auf jeden Fall noch drauf. Er hätte auf jeden Fall noch einige gute Matches, richtig gute Matches in sich.
Und ich persönlich würde mich auf ein Duell zwischen Goldberg und Brock Lesnar tierisch freuen. Was denn, meine abschließende persönliche Frage, was ist denn das Maximalalter eines Wrestlers, wo man sagen kann, okay, beim Fußballer ist es ja 36 oder sowas, ne? 36, wenn man. Flair, ich wollte gerade sagen, wie hätte ich mit Flair. Aber guck mal, Lothar Matthäus hat auch bis 40 gespielt. Gibt es, also, wer ist denn der älteste Wrestler? Ich kann mir das gar nicht, weil ich meine, irgendwann ist ja auch der Punkt gekommen, wo dein Körper zu dir sagt, okay. Also irgendwas im 60er-Bereich, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja, also wenn Johnny Saint oder so, der noch bis in die hohen 60er irgendwie dann noch seine Kämpfe bestritten hat. Beim WWE ist garantiert Ric Flair, oder? WWE ist Ric Flair, wie alles Terry Funk? Der ist mittlerweile, glaube ich, schon in die 70. Und Tatanka ist auch noch am Start immer mal. Aber, so, ne? Aber das sind, da reden wir jetzt aber, da reden wir jetzt aber nicht von Leuten, die das Ganze ein-, zwei-, dreimal die Woche wirklich immer noch mit dem vollen, bis ans Limit gehen. Ja, ja? Die meine ich, also praktisch die komplett. Du meinst die wirklich, die jede Woche in der Show sind das volle Programm durchziehen. Ich würde pauschal sagen, und sicherlich ist das nicht, es gibt nicht die eine Jahresaltersgrenze, aber ich sage mal zwischen 40 und 45. Ja. Boah, krass. Also, schau dir den Chris Jericho an, der jetzt ja auch so in den Regionen ist. Jericho ist immer noch. Triple H geht auch echt noch. Echt gut. Ja, also das ist aber schon so die Region. Ne? Und da muss man dann natürlich auch ein bisschen aufpassen. Das Gute am Wrestling ist natürlich auch, du kannst deinen Kampfstil entsprechend darauf anpassen. Ne? Das heißt, du merkst ja halt schon, dass dann irgendwie wird halt gewechselt. Dann machst du nicht mehr ganz die super spektakulären Aktionen, sondern stellst dann deinen Kampfstil so ein bisschen um, dass du halt die Problemzonen, die du vielleicht dann am Körper hast, also vielleicht wo du schon mal Verletzungen hast, dass du die nicht mehr ganz so oft da in den Mittelpunkt stellst oder sonst irgendwas. Ja, auf jeden Fall wirklich. Ich sage es nochmal, mein Respekt, ja, weil es gehört so viel Disziplin dazu. Ja, du sagst es ja selber, du bist praktisch rund um die Uhr irgendwie mit Wrestling in Verbindung. Oder bei dir auch, Holger, ist ja dein Job. Ja. Beim Olaf ist es so, du machst das ja nebenbei noch, sozusagen. Und ich bin mal gespannt. Ja, ich muss auch mal zu einem Kampf vorbeikommen von dir, Marius, aber nur im Publikum. Ja, mach. Ja, auf jeden Fall. Wir sind doch demnächst in Köln. Im November ist die WXW in Köln dabei. Ach echt? Ja. Okay, dann müssen wir da hinkommen. Ehrenfeld. Oh, gleich ein Tryout-Match vorher, oder? Ja, Dark-Match kriegst du. Was ist ein Dark-Match? Das ist, bevor die Show losgeht, so als Stimmungsmacher für die paar Fans, so die dark? Schon da sind. Nennt mal so, weil es halt nicht ich dachte, weil da das Licht von der Kamera noch nicht an ist. Ach so, genau. Ich dachte, alles ist aus, man hört nur genau. Schön. Alles okay. Ist dunkel, wir haben einen rausgetragen. Wir haben einen richtig talentierten, wir haben auch jemanden bei uns in der Firma, Marius, der ist wirklich, der trainiert wie kein Zweiter, sieht man ja. So, ja, also da ist der Ben. Ja. Schön. So. Hallo Ben. Deine wunderschöne Assistentin. Ja, der Controller ist noch nicht an, mein Freund. Ben, ich würde dir mal lieber anmachen. Ja, Ben, mach mal den Controller an. So, ich hoffe, der ist ja jetzt mit der PS4 verbunden. Ah ja, ja, super. Okay, dann Olaf. Oh, der ist nicht an. Ich glaube, den muss man einmal verbinden mit der Konsole, kann das sein? Oder ist der Strom alle? Der war doch ganze Zeit aufgeladen, oder? Also er blinkt, rot. Er ist rot. Ach so, du musst jetzt einen aussuchen. Hier, nimm mal Gast oder, ja, oder Sascha. Oder nimm mal den Sascha. Genau. Ja, nimm mal den Sascha. Ist okay, wenn du Sascha bist? Ah, ist okay. Ich kann dir mal zeigen, wie der Sascha Scholz aussieht, wenn du möchtest. Kannst du dann nochmal überlegen, ob du der Sascha. Ja, zeig mir erstmal, wie der Sascha aussieht. Ne, lass mal. Okay, nicht so hübsch, also. Da weiß, kann jeder selber für sich bestimmen. Spaß. Sascha, du wirst es sehen, wir lieben dich alle. So, schön. Okay. Also, Holger, jetzt will ich mal richtig sehen, wie du aus dich rauskommst. Aus dir rauskommst. Aus mir raus. Ja. So, richtig mal. Schauen wir mal. Wen haben wir denn? Was haben wir denn grundsätzlich für ein schönes Match? Was haben wir denn momentan? Ich bin ja immer noch ein großer Freund von Kevin Owens, Sami Zayn. Weil da auch so viele Emotionen dabei waren. Oder habt ihr andere Präferenzen? Ich muss mal gerade gucken, ob Sami Zayn schon freigespielt ist hier. Weil wir haben die Version ja ganz frisch mitgebracht. Ah. Ist aber noch der Vorgänger. Nicht. Genau, doch Sami Zayn gegen Kevin Owens geht. Das ist der 16er-Teil noch. Wir haben 17er-Teil. Wir können auch irgendwie so. Aber ich will euch da jetzt nicht, also wenn ihr macht, was ihr wollt. Marius, was sind deine Lieblinge? Hast du Vorbilder eigentlich aktuell aus dem WWE-Roster? Da sagt man nicht mehr Vorbilder aktuell. Ne? Also es gibt natürlich Leute, die dich natürlich irgendwie abfeiern. Ne? Also ich finde zum Beispiel The New Day ganz geil. Ja. Ne, ich fand die bei WrestleMania ganz geil, weil ich bin auch so ein Dragon Ball Z-Fan. Und da war die Entrance einfach mal der Hammer für mich. Du bist Dragon Ball Z-Fan? Wer ist das nicht? Okay, gut. Warte, wenn ich jetzt das gesagt hätte. Was wäre, wenn ich das jetzt gesagt hätte? Dann hätten wir den Tisch jetzt mal. Oh. Schön. So, wen nehmen wir denn? Wie ist das hier mit Legenden eigentlich? Gibt es auch ein paar sicherlich, ne?
Es gibt aber relativ Cactus wenig Jack Frauen im Wrestling, oder? Ja, die sind hier im separaten. Es gibt schon, bei WWE ist schon so, dass da jetzt inzwischen auch eine relativ große Damenriege im Ring steht und da, wo sich auch das Image jetzt seit kurzem geändert hat. Das heißt, das ist nicht mehr nur Eye Candy, sondern es ist dann schon etwas ernstzunehmenderes. Geile Friese vom Herrn Fit Finlay. Ja, ist geil, dass der noch mit dem alten Look hier. Nee, der Klassiker. Steven Regal gegen Vintage Finlay. Der General. Finlay, richtig cool. Ja. So, komm, ich nehme jetzt einfach mal hier... Ganz kurz, nimm mal einen Olaf, damit ich sehen kann. Okay, du bist jetzt... Ich nehme mal Seth Rollins. Okay, okay. Also bist jetzt für den, also du bist jetzt links. Ich bin links, genau. Ja. Die Auswahl dauert immer am längsten. Lex Luger, ja, alles klar. Boah, was war das denn? Haben wir ein Zeitlimit? Nö. Wenn wir irgendwann abgeläutet? Absolut. Das klassische Zeitlimit bei einem Wrestling-Match sind übrigens 20 Minuten. Ja? So, ich habe mir anders überlegt, Team Stone Cold. Okay, da muss ich jetzt gegenhalten ein bisschen vom Gewicht her. Ach, das spielt ja auch eine Rolle, stimmt ja, klar. Aber spielt das auch im Spiel eine Rolle? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich hasse es, wenn du als kleiner, leichter einen Big Show ausheben kannst. Es gibt bei 2K16, es gibt halt eine Attributsliste, die du halt auch im My-Career-Modus dann entsprechend steigerst, wie es der Olaf vorher schon erklärt hat, wie es bei FIFA und so auch ist. Genau. Und da gibt es unter anderem einen Punkt, der heißt Strength, also Stärke. Und der bestimmt, wie viel dein also wie bei Charakter FIFA, geben die, kann. Okay, die Charakter ich eigentlich. Ja. Muss aber ehrlich sagen, also da der Incredible Hulk, wie gesagt, dem Hulk nachempfunden ist, ist das der Wert meistens relativ hoch. Jetzt bin ich noch ein Manager dazu. Ja, ist doch wunderbar. Konnte das nicht lesen, habe keine Brille auf. Geil. Go. Ja, ist ja gut. Okay. Jetzt sind wir zwar in NXT. Eigentlich müssen wir noch jetzt, bevor es losgeht, noch hier eine Promo machen, oder? Machen die das nicht? Wenn, dann machen die das. Da habe ich nichts mit zu tun. Okay. Hallo? Nee. Olaf, zeig doch mal, was du drauf hast, Olaf. Nee, ich bin auch eher so der Mr. No-Bullshit-Typ, weißt du? Ich bin da nicht so. Ja. Ich habe Booker. Ich sag maximal, can you dig that sucker? Genau. Also ganz ehrlich, lass du dir vom Olaf sagen, Olaf 360, dass er der wahre Mr. Bullshit ist. Mr. No-Bullshit. Mr. Bullshit. Ich meine, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja? Der Holger stichelt. Ja, natürlich, hier. Muss ja ein bisschen rund gehen. Bist du der Heel-Kommentator eigentlich, oder? Ich bin beides. Ach so. Schön, okay. Zwangsläufig. Ja, interessant ist hier natürlich, wir sehen jetzt hier die NXT-Arena. Das, glaube ich, hätte jetzt ausgewählt werden können. Ist ja auch wurscht. Haben wir vergessen. Ja, ist auch egal. Aber das ist, NXT findet halt immer statt in der Full Sail University in Orlando, Florida, da wo auch das NXT Performance Center ist von WWE. Das ist halt diese Ausbildungsstätte. Ich kenne tatsächlich das Trainingscenter in Oberhausen nicht von der WXW. Da kann ich nichts dazu sagen. Aber ich würde jetzt mal ganz dreist behaupten, dass das halt der ein paar Nummern größere Bruder garantiert von dem ist, was wie wir passen in so eine WXW Arena hat. Rein? Das hängt natürlich ganz davon ab. Ne? Also ich meine, WrestleMania zum Beispiel, dieses Jahr in Dallas, da waren mal eben über 90.000 Leute. Das ist auch. Und ich glaube, in Full Sales, glaube ich, passen nicht so viele. Full Sail, ich schätze um die 1.000. Ja. Also das ist wirklich, das ist ein Teil in der Universität. Die Full Sail Universität in Orlando, das ist so eine, ich sag mal, eine Medienuniversität. Da kannst du halt alles mögliche, von Kameramann über Regisseur bis was weiß ich was. Da kannst du es lernen. Und die Show NXT wird eben auch in Zusammenarbeit mit diesen Studenten produziert. Also da produziert WWE und bildet WWE quasi auch zukünftige Kameraleute und so weiter ja mit aus. Also das ist wirklich richtig gut. Das ist so. Ja, wenn es nicht mehr klappt, kannst du Kameramann werden. So, komm hier, ich hab keinen Bock mehr. Nee. Hast du schon mal über eine Alternative nachgedacht, was du vielleicht stattdessen machen würdest? Mach ich hau dir so ein Nachwuchs rein, trainieren. Nachwuchs? Hier, hör auf, hier, mal ganz kurz, stopp erstmal. Da geht's schon los, also unfassbar, der Ringgong ist noch gar nicht geläutet. Wo ist hier das Start, der Start? Stone Cold Steve Austin geht hier schon gleich voll gegen Booker T zur Sache. Kniestöße erst in den Magen, dann an den Schädel. Ja, jetzt ist die Frage, wie dick ist der Schädel von Booker T? Ja, so nicht. Der Spinneroonie gleich zu Beginn des Matches. Oh, Stone Cold Steve Austin hat er sich anscheinend ein bisschen verschätzt in seinen Gegner. Schöner Neckbreaker. Ja, Stone Cold, das hat er sich anders vorgestellt und jetzt ist die Frage, was für ein Match haben wir hier eigentlich? Ist das ein Match ohne Regeln? Gibt es hier Disqualifikation oder nicht? Können wir Gegenstände zum Einsatz bringen oder nicht? Guter Einwand. Ein Stuhl wäre jetzt schön. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch die Hilfen drin, das ist super. Das ist super, weil ich es auch nicht lesen kann ohne Brille. Ja, man merkt, das ist halt ein, kannst meine Brille haben. Super.
Hilft mir nicht. Nein, also jetzt ganz kurz zur Erklärung. Du hast gesagt, das Spiel ist ganz frisch hier reingekommen, genau, auf die PlayStation. Das heißt, das dürfte jetzt so eines der ersten Matches sein. Ja. Und da ist eben am Anfang noch so ein bisschen Tutorial mit drin, wo dann eben Veränderungen in der Spielmechanik erklärt werden von WWE, genau, 2K15 auf 2K16. Das haben die schon ein paar Sachen da verändert, auch teilweise grundlegend verbessert, R2. Ganz kurz, Olaf, du bist gerade der steht, ne? Ja. Oh. Übrigens, der quasi jetzt gleich nicht mehr so lange steht. Oh, das war doch das war gut gemacht. Das war ein guter Konter vom Olaf. Ja. Also wenn ich hier verliere, dann darf ich vielleicht keinen Artikel mehr schreiben. Ja, der Marius bricht ja dann beide Hände. Warte mal, ich könnte einen Stecker. Ach, du hast ja keinen Kabel. Hol doch mal einen Stuhl, Olaf. Nee, dann werde ich hier disqualifiziert. Ja. Ach, du darfst keinen Stuhl holen? Nee, ich darf nicht. Aber ich kann die Referee holen. Nein, es ist ja wie es der Marius vorher schon gesagt hat, bei UFC gibt es eben sehr, sehr strenge Regeln. Ja, das war Anfang der 2000er noch nicht so. Das hat sich dann, glaube ich, so Mitte der 2000er Jahre dahingehend geändert, dass es heißt, okay, die kleinen Gelenke dürfen nicht angegriffen werden. Also dass man darf jetzt hier nicht einfach einen Finger verdrehen oder sonst irgendwas. Und bei WWE ist das eben auch, das ist ja schon alles auch sehr reglementiert. Ja, klar. Auch wenn das kein Wettkampf ist, ja, muss es schon Regeln geben. Damit ist dann eben auch in Situationen, wo es vielleicht dann irgendwann mal keine Regeln mehr gibt, wo man ganz bewusst sagt, so, das ist jetzt ein Match ohne Regeln, Match ohne Disqualifikation, Match ohne Ausziehen. Damit das dann noch das Besondere ist. Ja, also dass man praktisch einen Stuhl holen gehen darf. Genau, aber normalerweise ist es eben verboten, mit Gegenständen zu agieren, es ist verboten, Gegner irgendwie in die Augen zu stechen und solche Geschichten. Das machen dann halt nur die bösen Leute. Oh. Habt ihr euch schon geeinigt, wer von euch jetzt böse ist? Wen muss ich anfeuern und wen nicht? Ich glaube, ich bin der Böse, oder? Alles. Ich habe ihn ja vor dem Ringgong angegriffen. Okay, dann da hast du recht. Stone Cold Steve Austin, eindeutig der Böse, der Heel, wie man beim Wrestling sagt. Und, ja, nee, aber das ist natürlich alles noch viel zu früh, um hier schon tatsächlich eine Entscheidung zu erwarten. Ah, Booker T ist engagiert, alles in allem, muss man aber schon sagen, Stone Cold Steve Austin technisch versierter, was mich überrascht, denn Booker T als fünffacher also World Champion. Also ich hätte gewusst, dass ich heute hier bin, ja, der hätte mich vorbereitet. Was ist denn da los, Marius? So, und eins und zwei, das war schon der Finisher von Stone Cold Steve Austin, der Stunner ist durchgegangen und ein kurzes, knappes, aber sehr, sehr eindeutiges Match. Tut mir ein bisschen leid, aber so, was viele ja nicht wissen, das alles wird jetzt hier in Realität noch nachgespielt. Das war quasi das Drehbuch. Dann machen wir das so, dann stelle ich meinen Stuhl zu dir ans Kommentatorenpult, dann, weil genau, man kommentiert ja Wrestling auch immer zu zweit. Genau. Dann lassen wir euch jetzt hier ein bisschen Platz. Aber nee, da bin ich jetzt nicht ganz zufrieden damit. Weil dann muss ich mir das Standard verpassen. Nee, weil richtig, da gewinnt er ja. Ja, siehst du? Das geht nicht. Ach, stimmt. Ja. Ja, du musst die Geschichte neu schreiben. Ja, da kommen wir zu diesen Situationen, wo man das ein bisschen ernster nimmt vielleicht. Jetzt kommt langsam. Sagen wir es mal so, du kannst ja verlieren, aber du kannst ja auch dafür sorgen, dass er nicht so wirklich gewinnt. Das geht auch, ja. Haust mich beim nächsten Weg. Oder wer das möchte, macht dann einen Daumen hoch, wie Olaf zerbrochen wird. Nee, auf jeden Fall, ey, cool, dass ihr da wart. Ja, es war, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat man sicherlich, ich habe gar keine Ahnung von Wrestling. Ja. Solltest du dir auch mal irgendwann mal anschauen. Ja, auf jeden Fall. Und ich hab echt gemerkt, dass es ziemlich interessant ist, auch wie gesagt, diese Disziplin zu haben und das wirklich so durchzuziehen, ist schon heftig. Ja? Und ist ja auch wirklich körperlich echt anstrengend, glaube ich auch. Ne? Ja. Ja, für mich ab und zu. Also sagen wir es mal so, wie viel ist für dich Gewohnheit und wie viel ist für dich noch weiterer Aufbau, jetzt noch nicht rein von der Technik, sondern vom körperlichen Anspruch her? Kommt drauf an, was ich machen muss, weißt du? Also wenn ich könnte schon jeden Tag im Ring stehen, wenn ich nicht so viel machen muss. Ne? Da sind wir dann wieder beim Stil. Das ist halt stilabhängig. Ja, jetzt in England hatte ich 29 Matches in 21 Tagen. Boah. Das war aber okay, weil der Stil nicht so hart ist. Ja? Und jetzt hatte ich 3 Tage Tour durch den Osten mit WXW und da war ich schon blatt danach. Du hast 29 Matches in 21 Tagen gemacht. Genau, ja. Ja, aber das ist eben der Unterschied. Steht man dann morgens mal auf und denkt, heute nicht? Nee, eigentlich irgendwie nicht. Es gibt ja beim Wrestling eben diese verschiedenen Stile. Der eine ist ein Highflyer, also jemand, der oft auf die Ringseile und dann irgendwie durch die Gegend fliegt. Der andere ist vielleicht ein Brawler, der einfach, in Anführungszeichen einfach, seinen Gegner in den Schwitzkasten nimmt und irgendwie da so ein bisschen rum
geboxt, ja, um das jetzt mal so vereinfacht auszudrücken. Also ich will das nichts verharmlosen, aber eben vereinfacht. Durch die Gegend zu fliegen und aus 3 Metern Höhe von irgendwelchen Leitern oder sonst was auf die Matte zu knallen, ist natürlich eine andere Belastung für den eigenen Körper, als wenn du jetzt den anderen quasi so ein bisschen durch die Gegend schubsen und kicken und schlagen kannst. Das ist ja für den eigenen Körper einfach viel, viel weniger anstrengend. Ja. Und nur um da jetzt mal so 2 extreme Pole zu beschreiben, grob. Ja. Das ermöglicht dann natürlich schon viele Matches in wenigen Tagen zu machen. Schau dir mal den Marius an, der springt einen ganz hervorragenden Frog Splash zum Beispiel. Ja, danke schön. Erklär mal kurz. Frog Splash. Leg dich mal dahin. Ja, genau. Nein. Also, warum? Warte, eigentlich der Olaf. Ich leg dich da, du machst auf mich drauf. Nee. Erklär du den Frog Splash, du bist der Wrestler, ich bin ja nur... Ja, du liegst flach auf dem Boden, auf dem Rücken. Also und ich steige in dem Moment? Nicht in dem Moment, ja. Und quasi vom Turnbuckle, vom Pfosten macht man dann quasi eine Froschbewegung und landet dann quasi mit dem Bauch auf deinem Bauch. Ja. Aber mit ordentlich Schwung halt. Ja, das kann schon wehtun. Das tut weh. Das ein oder andere, der ein oder andere Liter Luftvolumen weniger in der Lunge, mal für eine Weile. Meine letzte Frage, hast du jemals schon mal einen Stuhl benutzt? Ja, ich habe sogar schon mal einen bekommen. Deswegen habe ich hier so eine schöne Narbe auf dem Schädel. Ja. Ich dachte mal, die Stühle sind vielleicht präpariert, dass sie doch nicht so. Aber es sind, sind normale Stühle wahrscheinlich. Es sind natürlich keine Stühle mit einer dicken Holzplatte. Ja. Drin, oder, weißt du, oder, das natürlich nicht, aber. Ja. Das Stuhl krass. Ist ein Stuhl so, ne? Ja. Also, ich habe nämlich damals zum Abschluss eine lustige Story. Da war irgendein Fußballspiel in. War das nicht das während der EM, wo es so Ausschreitungen gab? Welches war das nochmal? War das Russland? Jetzt bin ich gespannt, wie du da auf Stuhlschläge zu sprechen kommst. Erklär ich jetzt. Russland. Wer war das nochmal? Boah, keine Ahnung. Es gab ein Spiel, da gab es irgendwo in Frankreich mega Ausschreitungen. Egal, und dann waren Russen, haben das aber gefilmt, das weiß ich. Und da standen halt über Stühle rum. Was ist das? Und dann musste ich an Wrestling denken, weil der hat den Schuh genommen und geht in die Menge so, tack, tack, ja, ja. Und der hat dann seinen Kontrahenten auch mit dem Barhocker doch von hinten niedergeschlagen oder sonst irgendwas. Ja, mit dem großen Unterschied, dass das halt nicht zu Entertainment-Zwecken war. Das war kein Fair Play. Das war derjenige, wusste das nicht. Nicht nachmachen, Leute, schlagt nicht eure Eltern mit Stühle. Springt nirgendwo runter und springt auf andere Menschen, wenn das nicht könnt. Außer auf Olaf, wenn ihr den seht. Gamescom nächstes Jahr. Danke. Sucht euch erhöhte Stellen, springt auf Olaf drauf. Naja, um auf Olaf zu springen, muss man jetzt nicht von der erhöhten Position auskommen. Das ist schon okay. Der war gut. Ja. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Schreibt doch mal in die Kommentare. Also wirklich eine ziemlich spannende Ausgabe. Da hätte man auch noch länger quatschen können, aber ihr kennt ja, ne? Tipp für dich noch. Tipp. Weil du willst ja Wrestling sehen. Ja, ich würde es mal gerne sehen. Wann seid ihr mit WXW demnächst wieder unterwegs? Du hast es eben schon mal gesagt. Ja, komm am 29. bis zum 1. Oktober. 29.09. nach Oberhausen, genau. Nach Oberhausen. Und Köln war? Köln ist der 26. November, wenn ich mich komplett täusche. Bist du auch dabei? Ansonsten. Ja, müsste ich dabei sein, ja. Okay. Aber ansonsten, die WXW tourt auch, glaube ich, jetzt die nächsten Monate komplett mit der Shotgun Live Tour. Durch ja, ganz Shotgun Live Tour. Shotgun ist deren YouTube-Format und es gibt auch einen Titel, der heißt so. Und die WXW tourt halt quer durch ganz Deutschland. Die waren jetzt, wie Marius gerade gesagt hat, waren zuletzt im Osten, in Dresden und Chemnitz und Leipzig. Dresden, Leipzig, ja. Und jetzt sind sie halt dann eben, da müsste die Show hier gerade ausgestrahlt werden, wenn sie in Oberhausen sind. Und dann danach Fulda steht dann, glaube ich, an und noch ganz viele andere Städte. Da kann man da einfach bei... Ja, wir haben unter diesem Video einfach einen Link reingehauen mit allen Daten. Das ist, glaube ich, das. Und das andere Programm vom Wrestling, das WWE-Programm, das siehst du dann halt im November auch in 4 Terminen in Deutschland, ab dem 2. November, 2., 3. und dann 8., 9. Da kannst du dir dann halt die andere Klasse, die andere Liga, sag ich jetzt mal, ansehen, ohne das jetzt werten zu wollen, weil du es vorher gesagt hast. Also bei dem einen bist du ganz nah am Ring, bei WWE hast du ein bisschen mehr Abstand. Das ist halt die ganz die Show Bühne. Ist unterschiedlich, das ist die etwas größere oder die ganz große Bühne, wie man es auch immer sehen will. Die waren auch in Mannheim letztens, ne? Die waren vor nicht allzu langer Zeit auch in Mannheim, ja. Siehst du? Und also da kann ich auch nur empfehlen. Also kommt auf jeden Fall vorbei, schau dir beides an und dann kannst du das schon mal sehr viel besser beurteilen als noch vor dieser Sendung. Ja. Dann bring ich den Tobinator mal mit. Mach das. Und dann kommen wir vorbei. Machen wir direkt hier Match hier. Mit dem Tobi? Ja. Ja. Du mit Tobi gegen mich und Holger. Gott, geht ihr unter. Du hast aber einen Zwerg dabei, weißt du schon, ne? Ja, aber der hat große Daumen und wir spielen ja am Controller. Ach so, ich dachte jetzt...
Naja, hey, was soll. Jetzt ist gut, Olaf, ne? Zeit auszuwandern. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart, liebe Leute. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Ist ziemlich spannend. Und nächsten Sonntag um 17 Uhr gibt es dann auch ein spannendes Thema. Da sprechen wir über Innovation im Videospiel. Da gibt es ja in letzter Zeit nicht so viel. Ja? Kurze Sendung, oder? Ja, war eine kurze Sendung. Ganz kurz zusammengefasst, COD, das muss besser laufen. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.